Hallo, liebe Aufrufer, eine neue Lichtgeschwindigkeit zum Thema Seehofer in Bayern und der Rechtsstaat, der leidet immer noch, immer noch, immer noch. Ich trage hier vor aus dem Buch der Materialsammlung hier und der sehr gründlich durchdachten Angelegenheit der beiden Journalisten Uwe Ritzer und Olaf Tschibilla der Süddeutschen Zeitung. Ich danke der Süddeutschen Zeitung überhaupt dafür, dass sie sich dieser Sache so gründlich angenommen haben. Und diese beiden Journalisten nicht ins Leere laufen lassen, dass die irgendwann auf Abstellgleis kommen, weil sie staatsräsonmäßig missliebige Tiefenbohrungen unternommen haben. Aber es ist ein großes Verdienst der beiden. Ich hoffe, sie werden dafür entsprechend dann mal gewürdigt. Aber hier ist erstmal die Würdigung durch den Erfolg der Sache selbst, nämlich Aufklärung und Normdiskussion. Was ist Rechtsstaat? Was sind Spielräume? Was ist zum Beispiel Gewaltenteilung? Was geht den Ministerpräsidenten an? Was ist Wahlkampf? Und was ist Pressefreiheit? Was ist Wissenschaft? Was ist Gutachterlichkeit? Was sind Rechtsstaatspraktiken? Ja, kann ein Richter sich hinstellen und kann sagen, ja, bestimmte Argumente lasse ich einfach weg. Bestimmte Beweise schaue ich gar nicht an. Dafür nehme ich andere, die ich sozusagen über den Daumen für angenehm finde, die entscheiden dann letztlich die Geschichte, dass einer in der Irrenanstalt landet. Das kann ja nicht sein. Also, die Süddeutsche Zeitung hat jetzt inzwischen eine moderate Linie gewählt. Sie sind also nicht so sehr auf den Fall Mollat konkret und auf die Justizministerin Merck konkret oder Seehofers Posse eingeschossen, sondern vielmehr zum Beispiel darum, dass über 6.000 Menschen in Deutschland unter sehr, ja, fragwürdigen, gutachterlichen Entscheidungen wegen Gemeingefährlichkeit oder sonst welcher Attribute in geschlossener und entmündigter Situation leben müssen. Und im Falle Mollat muss man nun auch noch wissen, das Gericht hat die Anklage in den Punkten der Anklage freigesprochen. Er ist also gar nicht für die Vorwürfe verurteilt worden, sondern man hat gesagt, wegen Geisteseinschränkung ist er nicht verantwortlich, sprechen wir ihn von der Strafschuldfähigkeit frei. Die Sachen sind nicht widerlegt und nicht bewiesen, sondern sind einfach weggelassen worden und man hat sich dann auf diese fragwürdigen psychiatrischen Gutachten eingeschossen, die nun permanent stereotyp wiederholt werden. Hier kommt jetzt ein Teil aus diesem Buch über die persönliche Beate Merck nach dem Motto von Alice Miller, du darfst nicht merken. Wir haben nur in Deutschland per Wählermehrheit, ja, du darfst merkeln. Interessant, dass sich für diese Fragen zwar die Bundesjustizministerin inzwischen geäußert hat, die Bundeskanzlerin Merkel scheint davon gar nicht zu wissen. Es scheint auch ihrer Fröhlichkeit gar keinen Abbruch zu tun. Frau Merkel, das merken wir uns. Beate Merck ist seit 14. Oktober 2003 bayerische Justizministerin. Zuvor war die 1957 im niedersächsischen Nordhorn als älteste von vier Kindern geborene Merck 8 Jahre lang Oberbürgermeisterin der Stadt Neu-Ulm. Als stellvertretende Vorsitzende der CSU gehört sie zum innersten Führungszirkel der Partei. Die Affäre Mollat kratzt im Winter 2012-2013 gewaltig am Ruf der promovierten Juristin. Sogar bei der Fasnacht in Franken verfolgt sie das Thema. Die Karnevalsshow aus dem unterfränkischen Veitshöchheim ist die quotenstärkste Sendung aller dritten Programme in Deutschland. Deswegen kommen die Politiker gern zu der Live-Sendung und geben sich, mehr oder minder einfallsreich kostümiert, vor den Kameras betont, leutselig und humorvoll. Am 1. Februar 2013 reist Beate Merck als Indianerin verkleidet nach Veitshöchheim mit opulentem Federschmuck auf dem Kopf. Das Lachen wird ihr allerdings bald vergehen, denn selbst für die Fastnachtskünstler auf der Bühne ist der Fall Mollat zum Thema geworden. Der Schweinfurter Peter Kuhn gilt seit Jahren als einer der profiliertesten politischen Büttenredner Deutschlands. Er gibt diesmal einen Banker, der zum Penner abgestiegen auf der Parkbank sitzt und in gereimter Form über sein Leben resoniert. Kuhns Auftritt endet so: Genug gejammert und geklagt, ich hab schon fast zu viel gesagt.
Denn falls ich einmal dieser Tage hier irgendwie die Wahrheit sage, dann steckt man mich vor Hysterie, vielleicht auch in die Psychiatrie. Aus solch einem Irrenhaus kommt man ja so leicht nicht raus. Das sind tatsächlich schlimme Zeiten. So voller Merkwürdigkeiten. Applaus, Bravo-Rufe, die Kamera des Bayerischen Rundfunks zoomt auf Beate Merk. Ihre Gesichtszüge wirken in dem Moment ähnlich eingefroren wie beim Interview mit SWR-Journalistin Monika Antes 2,5 Monate vorher. Zum Lachen ist das alles in der Tat schon lange nicht mehr. Dabei wusste Beate Merk doch von Anfang an immer alles ganz genau. Zum Beispiel im Rechtsausschuss des Bayerischen Landtages am 8. März 2012 auf Antrag mehrerer Abgeordneter soll Beate Merk den Parlamentariern über den Fall Mollat Auskunft geben, der zu dieser Zeit in der Tat noch mehr als Verschwörungsgeschichte, denn als tatsächliche Affäre durch Medien und Internet geistert. Dazu wird er erst im November 2012 werden, wenn der Inhalt des Sonderrevisionsberichts der Hypo-Vereinsbank bekannt wird und in der Folgezeit immer mehr Ungereimtheiten, Widersprüche und haarsträubende Fehler, Versäumnisse und andere Merkwürdigkeiten aufgedeckt werden. Und zwar ohne Zutun der bayerischen Justiz oder gar ihrer Ministerin. Es ist nicht das erste Mal, dass sich der Bayerische Landtag an jenem 8. März 2012 mit Mollat befasst. Bereits 4 Monate zuvor, am 15. Dezember 2011, ist er Thema im Plenum des Parlaments. Das Ergebnis dieser Debatte fällt nicht sehr ermutigend aus für den damals schon seit mehr als 5 Jahren in die Psychiatrie zwangseingewiesenen Maschinenbauer aus Nürnberg. Report Mainz hat die Debatte maßgeblich angestoßen mit einem Beitrag, der sehr viele unangenehme Fragen aufgeworfen hat. Auch in den Nürnberger Nachrichten hat Journalist Michael Kasperowitsch über Mollats Schicksal schon berichtet in anonymisierter Form. Sitzt da einer seit Jahren in geschlossenen Anstalten, weil er unbequeme Wahrheiten über Schwarzgeldgeschäfte beim Namen genannt hat? Dem Landtag ist das kurz vor Weihnachten 2011 offenkundig zu viel Verschwörungstheorie. Nicht nur Bayerns Justizministerin Merk wehrt sich vehement, auch die Staatsanwaltschaft Nürnberg verwahrt sich scharf gegen diese Unterstellung. Mit am deutlichsten aber fiel die Kritik der SPD aus, deren Rechtsausschusschef Franz Schindler es an diesem 15. Dezember 2011 für völlig unmöglich erklärt, wie dieser Fall hier ins Plenum gezogen werde. Die Medienresonanz auf all dies hält sich ebenfalls in sehr engen Grenzen. Die damals bekannten Argumente sind offenkundig zu schwach, um einen so schweren Verdacht zu erhärten. Die Position derer, die erklären, in dem Fall sei alles mit rechtsstaatlichen Mitteln zugegangen, scheint hingegen gut zu sein. Ein rechtskräftiges Urteil des Landgerichts Nürnberg führt aus dem Jahre 2006, sogar vom Bundesgerichtshof bestätigt. Die Strafvollstreckungskammern verschiedener Gerichte in Bayern haben die Unterbringung Jahr für Jahr bestätigt. Es gibt psychiatrische Gutachten, auf die sich Ministerin und Justiz berufen, und diese stammen zum Teil von Koryphäen der Sachverständigenszene. Und auf der anderen Seite steht ein Mann, der rechtskräftig für krank und gemeingefährlich erklärt ist, seit Jahren in der Psychiatrie sitzt und jegliche Therapie oder medikamentöse Behandlung verweigert. Da muss man sehr stichhaltige Fakten dafür finden, dass an der Sache möglicherweise etwas nicht stimmt. Trotzdem schafft es der Fall am 8. März 2012 erneut ins Parlament. Und was Ministerin Merk an diesem Tag den Abgeordneten im Rechtsausschuss des Bayerischen Landtages erzählt, wirft ein bezeichnendes Licht auf ihren Umgang und den anderer Politiker mit dem Fall. Gleich zu Beginn bekräftigt sie wortreich eine Selbstverständlichkeit, die Unabhängigkeit von Richtern und Gerichten. Das betreffe vor allem die gerichtliche Beweiserhebung und Beweiswürdigung. Sie referiert aus den Gerichtsakten inklusive des fragwürdigen und fehlerhaften Landgerichtsurteils. Mollat habe seine Frau schwer misshandelt, habe Autoreifen von Widersachern zerstochen
und sei deswegen in die Psychiatrie eingewiesen worden. Der Bundesgerichtshof habe das Urteil bestätigt und einen Revisionsantrag verworfen. Auf Fragen, welche Beweise das Gericht erhoben oder nicht erhoben hat, geht Merck nicht ein. Als Justizministerin setze ich mich nicht an die Stelle des unabhängigen Gerichts. Das ist auch gut so. Niemand kann sich wünschen, dass eine Politikerin Urteile übergeht und in rechtsstaatliche Prozesse eingreift. Dass am Ende gar ein Politiker entscheidet, wer in der Psychiatrie sitzen muss und wer nicht. Aber darum geht es im Fall Mollat auch gar nicht. Was man Beate Merck persönlich vorwerfen muss und was ihr Handeln fragwürdig macht, ist die Art und Weise, wie sie über Jahre hinweg blindlings und mit beleidigter Attitüde alles für richtig und korrekt erklärt, was Gerichte, Staatsanwälte und Gutachter im Fall Mollat getrieben haben. Und zwar starrsinnig und hauptsächlich mit dem Argument, dass alles rechtskräftig entschieden und damit richtig sein muss. Dass die CSU-Politikerin über Monate hinweg keinerlei Bereitschaft zeigt, auch nur kritisch zu hinterfragen, geschweige denn selbst zu überprüfen. Dass sie neue Fakten und Erkenntnisse wie ein störrisches Kind nicht zur Kenntnis nehmen will. Dass sie den Eindruck erweckt, einfach nur aus Prinzip zu handeln, politisch taub und blind zu sein. Dass erst der öffentliche Druck übermächtig werden und Ministerpräsident Seehofer eingreifen muss, ehe sie sich bewegt. Man könnte auch sagen, dass Beate Merck erst dann ins Laufen komme, als es um ihren eigenen Ministerposten geht. Denn nicht nur Seehofer hat die Geduld mit ihr verloren und ist durch die vielen öffentlich gewordenen Ungereimtheiten und Fragen in dieser Affäre beunruhigt, auch in der CSU bröckelt der Rückhalt für die Ministerin. Merck hat nie auch nur den Anschein erweckt, dass es ihr um die Klärung von Vorwürfen geht, sondern immer nur um die kompromisslose Verteidigung der bayerischen Justiz. So versagt sie nicht nur monatelang als Krisenmanagerin, sie trägt dazu bei, dass aus einer Verschwörungsgeschichte Mollat der Fall Mollat wird und aus dem Fall Mollat die Affäre Mollat, die die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen in den Rechtsstaat untergräbt. Es ist auch die Affäre der Beate Merck. Danke für den Aufruf, bitte weitersagen. Ich sage das hier nicht aus Spaß, aber es muss ja auch lustig sein.